Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind im Trinity Tower und versuchen Rex zu retten. Und die Supermutanten versuchen uns gerade das auszutreiben. Schade, dass sie... Wow. Ja, da ist ein bisschen gesplattert. Närrisch wie sie sind, versuchen sie es uns auszutreiben. Und sagen, wir wären ja die Schwachen, hat man gerade gesehen. Und die Bruderschaft scheint anscheinend wieder unterwegs zu sein. Ob ich mir mal einen Sinn rufen könnte? Irgendwas, was sie dazu sagen würde, wäre interessant. Ne? Kann ich? Warte, machen wir drin. Ich will... Du, die Schwächste von uns töten, das uns nur stärker machen. Wenn sie dich töten. Ist cool. Das werde ich wirklich mal machen. Ich werde es mal ausprobieren. Die Dinger wiegen mir auch viel zu viel. Ach, ich habe immer noch den Scheiß dabei, dammit. Deine schwachen Menschen sind nichts wert sein. Ja, Supermutanten sind natürlich wieder die absolut intelligentesten. Das fand ich in New Vegas besser, wo sie auch wirklich Intelligenz mal besessen haben. Meine Kämpfer auf dich warten. Was ist das? Hallo. Genug spielen. Cool. Eure Fitnessinstituts müssen sie vernichtet werden. Das ist ja lustig. Was war das? Und sie sagt nichts dazu. Oh, natürlich wieder legendäre Penner. Wie geil ich mir einfach mal so einen Sünd holen kann. Moin. Der ist doch eigentlich sündhaft teuer. Aua, das tut weh, Mann. Kannst du nicht meine Begleiter abballern? Nicht mich. Aua. Scheiß legendären Penner. Noch immer in einem Stück. Dann. Wie cool. Auch wenn der schon ziemlich kaputt ist, wie es scheint. Okay. Schon ziemlich krüppelt. Ich kriege auch keinen ordentlichen Sünd, sondern nur so eine erste Generation. Die wollen so wahrscheinlich einfach loswerden. Das ist alles. Ja, also egal wie wir uns entscheiden, wir müssen immer irgendwelche Leute betrügen in den Enden. Und das finde ich halt so ein bisschen scheiße. Aber hey, machen wir trotzdem, weil wir müssen sie ja irgendwann mal zu Ende bringen. Und ich bin gespannt. Und ich werde das Ende wählen, das ich wähle, weil... Ach, ich sag's besser nicht, sonst wisst ihr noch, was es ist und das will ich auch nicht. Ihr sollt euch auch ein bisschen überraschen lassen, wem wir uns anschließen. Ich sag jetzt nichts mehr darüber. Piper, das sieht aber schon recht nett aus, ne? Ich kann verstehen, dass Gary Linda da ein Auge auf mich geworfen hat. Hundi tot? Warum habt ihr auch einen Hundi getötet? Der ist doch voll knuffig gewesen. Ich was hören. Gott, seid ihr ekelhaft hier mit allem. Ah. Alles voller Blut und das muss stinken wie die Hölle und... I don't like it. Und einen Verkäufer gekillt. Super. Weißt du was, Mädchen? Ich habe mal eine neue Waffe für dich. Du generierst ja sicher auch einfach... oh, du hast eine Lederkombi, okay. Du generierst ja sicher auch einfach Munition, oder? Da hast du was, dann... Weißt du was, eigentlich kannst du die Artefaktpistole haben. Denn ich will die Munition dafür nicht ausgeben. Ja, nimm du die mal. Einfach Bescheid. Mal gucken, was du nimmst. Vielleicht nimmst du die Pistole. Mein Sündfreund. Okay, jetzt sind wir hier einmal durch. Und du? Ich könnte da runter. Soll ich runter? Eigentlich müsste ich ja da hoch. Komme ich nicht durch. Ah, ich seduze Jay da durch. Bäh. Ich wusste, dass ich hier noch was vergessen habe. Und da ist Kleber drin. Das ist sehr gut. Ich habe immer noch nicht geschafft, Aluminium da in meinen Most Wanted zu packen. Ne? Wirklich? Das ist ein Einsteigerschloss, Mann. Ich hätte es einfach lassen sollen. Das ist so doof. Cool. Okay, den Schraubschlüssel brauchen wir nicht. Piper hat das gefallen. Ja, sehr gut. So können wir also uns mit ihr besser stellen. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Oh, er hat Mutantenhund gekillt. Cool. Das Geräusch da. Was das sein? Das sein dein Tod. Ich fange auch schon so zu reden. Das ist Junkies. Nein. Ganz bestimmt nicht. Yay, safe entsperren.
Das wird Piper wieder gefallen. Oh, das wird so schön, ihr das schmackhaft zu machen, unsere Beziehung, weil wir Schloss knacken. Wow. Manche Frauen sind echt leicht rumzukriegen, oder? Aber hey, sie hat ein Kind und das können wir auch beschützen und wir haben ja unseren Sohn nicht aufwachsen sehen, deswegen können wir dieses Kind dann aufwachsen sehen, immerhin. Und ich finde das eine gute Sache. Ich werde jetzt öfter mal einen Sünd holen, glaube ich, damit die Granaten weg sind. Oh, guck mal. Ach, das Instituts müssen sie Tatfähigkeit initiieren. Warum habe ich nicht gekillt? Journalisten auch zum Alltag gehört. Wahrscheinlich nicht, Mädchen. Das ist nicht so glatte. Es müssten hier theoretisch zwei rumlaufen. Ich muss mal testen, ob ich wirklich zwei beschwöre damit oder nur einen. Das wäre nämlich schon interessant. Eintrat, Kaffeekanne, Tischventilator. Kaffeekanne, Tischventilatoren, die habe ich am allermeisten hier. Der Sündfreund läuft hier mit. Ein bisschen Baumwollgarn, ein bisschen Keramik können wir auch mitnehmen. Du da sein. Ja, es sind zwei. Du da sein, nicht verstecken. Cool, ich könnte mir jetzt noch einen holen. Have fun. Was? Mehr geht nicht? Ist da jemand angekommen? Lebenszeichen festgestellt. Kronkorkenvorrat 18. Das ist kein Vorrat, das ist ein Witz. Freunde, das ist ein Witz. Eigentlich wünsche ich mir, ich könnte meinen Begleitern ebenfalls eine Trauerrüstung geben. Da würde es sich auch lohnen, die Dinge aufzurüsten und sowas. Das wäre voll cool. So, ja, moin, du gehörst jetzt zu mir. Hier ist deine Powerrüstung, Herr Fan. Aber nur Necrodancer hat die Powerrüstung an und dafür hält er echt nicht viel aus. Muss man leider sagen, der hält nie mehr aus. Und können besser schleichen. Die hält diese Person mehr aus. Rüstung. Hier kriege ich wohl meine gesamte Supermutantenrüstung zusammen. Oh, das war dumm. Ich wollte eigentlich die Waffe ziehen, aber es nicht zu merken, dass ich schon gezogen hat. Oh Gott. Na, haben wir einen? Ja, wir haben sind. Oh, Armee-Munitionstasche. Ja, bitte. Ich glaube, da hat es ihn erledigt. Ja, wirklich, da hat sie es unterledigt. Aber cool, das ist eine gute Quelle an Zeug. Wir wissen einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Ja, Arm ab, mein Freund. Hey, da draußen ist was. Ja, hinter mir. Er hat mir gerade auf die Rüstung gekloppelt. Der dreckige. Bullshit. Ich werde eigentlich nachladen, Leute. Können wir ein bisschen Hilfsmittel verballern, damit wir nicht mehr so viel tragen müssen. Nein, verstrahltes Blut will ich nicht. Ein Todeskrallensteak können wir uns reinziehen. Und das schmutziges Wasser auch. Ist noch ein bisschen bad. Oh, noch ein. Ups. Sorry, aber das Institut will die ja eh loswerden. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Okay, läuft doch, sieht doch gut aus. Trinity Tower war wahrscheinlich ein Tower für Radio gewesen. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass ich sie mitgenommen habe. Sie kann wahrscheinlich auch Schloss knacken. Oh, hier ist einer draufgegangen. Na, immerhin haben sie noch ein paar erledigen können. Oh, crap, der hat ne Dings. Oh, scheiße. Und ich habe anscheinend keine Signalgranaten mehr. Guck mal, das Institut gibt uns Granaten, mit denen wir überall hin
das per Teleport ist, Synths beschwören können. Die Minutemen bringen uns Granaten oder so Sachen, so eine Leuchtpistole, mit der wir Minutemen beschwören können. Ja. Und die Bruderschaft lässt uns nur Transportmittel beschwören. Was sagt uns das? Ach, das ist so traurig. Hey Fist, ne? Ist mal gebrannt? Das wird gut, habe ich gehört. Ob dem wirklich so ist? Ja, ist gut, Mädchen. Au. Da hat sie leider die Guts rausgeballert. Schwere Supermutantenrüstung. Aber die ist sicher nicht so gut, oder? Abgesehen davon, dass ich jetzt eh alles weghauen müsste. Ja, die ist total beschissen. Bist du sicher, dass du das nicht brauchst? Irgendein Zellenschlüssel. Das ist eine Waffenwerkbank. Jetzt könnte ich deine Waffe zerhäckseln, ne? Aber nee, lass uns mal. Oh, warte! Komm zurück! Lass mich nicht hängen! Aha, okay. Ich möchte den Helm wieder ausziehen. Folgen wir Strong. Er weiß den besten Weg raus aus diesem Scheißturm. Zu Aufzug gehen. Menschen schnell gehen. Hey, Strong. Hau ab, Scheißding. Okay. Da sind sie wieder. Oh, Nahkampfwackelpuppe. Also. Nice. Dauer 25% kritischen Schaden mit Nahkampfwaffe. Das ist cool. What? Die hat eine Minigun? Sie hat sich eine Minigun geholt. Wie sich eine Minigun geholt hat. Ich dachte eigentlich, ich könnte zu dem Typen reden, aber nö, irgendwie nicht. Das war dumm. Ich hab verzogen, sorry. Ach nee, das ist Strong. Hey, Strong, ist cool. Sorry. Das ist cool, das ist cool. Okay, ich bin leider auch ein bisschen beschädigt. Ja, ich dachte, ich könnte mit dem Typen reden, aber nein. Das können wir uns schön reinziehen. Nee, das Jaguar-Fleisch würde ich vorher braten. Das hier hat immerhin ein Gewicht, deswegen esse ich das gerne. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Verschwendung ist, aber ja, wir sind nicht in der Situation, in der wir so aushalten müssen mit irgendwas. Zur Not haben wir noch tausende Stimpacks, die wir benutzen können. Hey Mädchen, du hast dir eine Minigun gekrallt. Das ist schon mal geil, ne? Du hast drauf. Ich glaube, wir sollten die gar nicht vernichten. Wir sollten einfach nur abhauen von hier. Noch mehr Stimpacks. Yay! Und er hat ein Improgewehr. Sieht so aus. Also, das mit der Milch der Menschenliebe, das gibt es nicht mehr. Ich dachte, ich könnte diese Bitte in City sehen. Das sieht gut aus. Das ist Diamond City. In sehr schlechter Quali. Das ist der Kraft des Menschen. Darum will er, dass wir ihm helfen, sie zu finden. Aha. Das ist toll. Wirklich den ganzen Tower runter? Spreche die Worte aus, das wäre gut. Erwischt. Und sie geht wieder mit der Minigun ab. Wie geil ist das denn? Ich mag sie. Klug allzu bald, sagt man, wird nimmer alt. Die Hölle ist leer. Alle Teufel sind erbärmlich. Der Typ hat irgendwie ein bisschen Schaden, oder? Will ich mich ergeben? Weise sagen. Hier runter? Okay. Er bleibt stehen. Warum bleibt er stehen? Wir werden alle sterben, oder? Na. Fleisch. Eingeweide um den Hals. Nicht so wirklich. Aber ist okay. Ich regel das. Auch das ist der nächste. Okay, cool. Ich denke mir nur, dass hier noch was sein könnte, deswegen gehe ich hier nochmal rum. Ah! Ach ne, okay. Jetzt du sterben! Plötzlich steht Strong vor mir. Willst du mich verarschen? Ich bin schon nicht so fertig, Mädchen. Also Strong ist ein Mädel, ja. Wir sind geschlechtslos, kann man auch mal sagen, ist ein Weib. Egal, so, läuft. Weg, feige Menschensau. Ja, okay, danke schön. Ich hoffe, du meinst nicht mich. Komm jetzt, Mädel. Wie sieht man mit Zigarette da steht? Kannst du bitte aufhören zu rauchen? Das ist ja schlimm.
Okay. Kann nichts mehr machen, der Kerl. Wie sie da voll mit der Minigun steht. Schaut sich an, die ist so groß wie sie. Oh, shit. So groß wie sie selbst. Coole Szene eigentlich. Gefällt mir zumindest. Gehen wir noch ein Stück runter oder müssen wir hier an Land? Ja, wir gehen noch weiter. Warum braucht der immer so lange? War aber klar, dass wir nicht in einem Zug durchfahren können. Ist viel zu groß, dieser Tower. Oh, Promenadendeck. Ja, da pisselt wieder einer rum. Sind wir endlich unten? Nicht ganz. Ja, Rex, Mensch, zu viel reden. Ja, das finde ich auch. Ich mag Strong. Würdest du... Ja, du kannst natürlich vorlaufen. Dann musst du dich nicht wundern, wenn sie dich abballern. Oder fressen, bevor ich auch nur da sein kann. Ich muss übrigens auch noch ein bisschen plündern. Just saying. Manche Leute haben noch ein Settlement zu versorgen. Oder 20 in meinem Fall. Ach, wir sind unten. Also doch? Ich dachte, wir wären noch nicht ganz unten. Sprich mit Rex Goodman. Wer bist du denn, du Senkel? Rexy Boy! Warte mal kurz, ich muss mal kurz was kochen. Nützlich, oder? Immer so ein bisschen gebackene Blähfliege und Red Kakerlakis und Red Hirsch. Oh, Red Hirsch ist nützlich. Aber am nützlichsten sind noch diese. Die Mutantenhundekeulen. Die sind yummy. Und was ist das? Das Ribeye Steak. Ja. Ich könnte wahrscheinlich auch Suppen machen oder sowas, aber nee. Ich finde die immer noch am coolsten und am einfachsten. Vor allem reduziere ich da auch schön mein Gewicht teilweise. Was immer eine gute Sache ist. Boah, da kann man sich so leicht was einklemmen, nur mit der Power-Rüstung. Rex? Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Was wolltest du da oben? Ich wollte diesen Supermutanten menschliche Kultur näher bringen. Bist du bescheuert? Zivilisieren. Es waren Menschen. Sie haben sich dagegen entschieden. Die Größe von Shakespeare erleben, würden sie sich ändern. Und wer könnte ihnen die Augen für die Wunder dieses Barden besser öffnen als Rex Goodman, der beste Schauspieler der Gegenwart? Da du wahrscheinlich auch der Einzige bist, ich bin dir sehr dankbar. Das ist kein sehr großer Verdienst. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Ich habe gesehen, dass ich Schauspieler sowieso doof finde. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ich kehre zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Have fun. Okay. Der schwor alles. Ich dachte, das wäre eine größere Mission, so wie das da aufgemacht war. Und Strong würde mich begleiten. Gehen finden Milch der Menschenliebe mit Strong. Okay. Wieso willst du diese Milch der Menschenliebe finden? Milch, sein Geheimnis von Menschen. Macbeth sagen, Milch machen Menschen stark. Stärker als Supermutanten. Mhm. Strong finden Milch. Trinken Milch machen Supermutanten stärker als Menschen. Du bist ein bisschen einfältig, aber ich mag dich. Ja, ich halte mein Versprechen. Gut. Strong gehen mit Mensch. Das können wir bei der Burg gebrauchen. Strong finden Milch der Menschenliebe. Strong lernen Geheimnis von Menschen. Mann. Ihr Mutanten seid aus der Nähe betrachtet auch nicht viel hübscher. Strong sagen das gleiche über kleine Frau. Tch, großartig. Piper wird erstmal in die Burg geschickt. Aber Piper, bleib hier. Hey Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, du sollst nicht weg. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Ich will Strong nicht mitnehmen, aber ich wollte ihn wohin schicken, wo ich will. Komm schon, Großer. Ich kenne ein paar deiner Brüder, die anderer Meinung sind. Ich mag sie. Brauchen wir ihn bei der Burg am besten? Ich denke schon, oder? Ja, bei der Burg. Geh verteidigen. Geht nach die Burg, genau. Geh zu die Oma, da gibt's Pommes. Egal. Ja, das war das. Dann haben wir das erledigt. Dann können wir eigentlich jetzt
Hauptquests machen, oder? Oder wir gehen mal schnell die Holobänder suchen. Das dürfte hoffentlich nicht so lange dauern. Obwohl, das könnten wir auch nach der Hauptquest machen, so ein bisschen noch zu rekapitulieren. Ich werde niemanden von der Sinnszuflucht erstmal berichten. Ja, Leute, wir machen hier einen Speicher. Ich muss mir merken, dass das... Oder nein, ich mache einen Speicherstand nochmal. Ich muss sowieso zu Red Rocket Racer ganz schnell. Dort machen wir einen Speicherstand. Und dann gehen wir die Hauptquest an. Ich denke, jetzt ist es langsam an der Zeit, um einfach mal das Ende hinter uns zu bringen, weil es wird scheiße, so oder so. Traurig. Und das ist wirklich enttäuschend. Ich kann verstehen, warum das viele Leute enttäuscht haben wird. Mich enttäuscht es, bevor ich gespielt habe. Ja, aber wir werden es machen. Und wir werden das machen, was ich denke, dass unser Charakter, also Gary Linde, machen würde. Obwohl ich nicht glaube, dass ich es so machen würde, aber ist okay. Es ist leider, Bethesda ist leider manchmal ein bisschen engstirnig. Finde ich ein bisschen schade. Im Gegenteil, ich denke, jemand könnte einen Kompromiss finden, als das zu tun, was wir bald tun werden. Habe ich irgendwas? Nein. Ich will auch nicht unbedingt, dass Piper mit dem... Hallo? Ich würde gerne weg. Danke. Okay, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir das hier... Ich weiß nicht, wie viel ich habe, ne? Aber das ist egal. Wir müssen auf jeden Fall dafür unsere Power-Rüstung schon mal massig hochwerten, weil das wird gefährlich und heftig. Immerhin haben wir eine perfekte Power-Rüstung. Leider nicht die andere noch. Warte mal, kann ich die ausbauen? Das wäre jetzt interessant, weil ich habe leider nicht alle Teile dafür. Das ist ein bisschen schade, aber ich könnte ja die anderen Teile, die ich schon habe, da reinsetzen. Wir haben kein Aluminium mehr, es war so klar. Viel zu wenig Aluminium in diesem Spiel, Leute. Es ist so traurig. Dabei sammle ich immer sehr, sehr fleißig. Nächstes Mal werde ich es wohl nicht reparieren, sondern das Aluminium nutzen. Piper? Piper? Piper. Hey, schieß los. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ja, sonst hätte ich nicht gefragt, Mädchen. Wow, sie einfach mal die Patronen hat. Weißt du was? Dann behalt halt die Minigun. Obwohl, die wiegt 27. Wäre lieber, wenn du ein Kampfgewehr nutzen würdest. Das ist eine Minigun. Ich könnte sie einfach wegnehmen. Weißt du was? Weißt du, nein, du willst die Minigun? Nimm die Minigun. Du bist der Typ Frau, der das, dem was passt, finde ich. Ist okay. Und deshalb mag Gary Linde dich ja auch. Denn ja, wir wollen sie als unsere Gefährtin haben, finde ich. Ich finde, Gary Linde muss mal was Neues ausprobieren, ne? Ist so, immer so dasselbe und so, nee. Außerdem kann sie ihren Mann nicht vergessen, ganz einfach. Und in dieser Welt will sie nicht noch ein Kind haben, beziehungsweise nicht ihr eigenes zumindest. Sondern will lieber ein anderes unterstützen. Wir könnten nochmal kurz... Schwupp! Danke. Okay, Leute. Und das hier wird der Speicherstand sein. Dieser Speicherstand. Den muss ich mir merken. 3 Tage, 3 Stunden, 30 Minuten. 3, 3, 3, 0. Okay. Können wir uns hoffentlich merken. Ich sollte mir jetzt mal aufschreiben, oder? Ich schreibe mir was auf. Wartet mal. Mikro ist im Weg. Habe ich mir aufgeschrieben. Dieser Speicherstand wird es sein, von dem wir immer wieder starten für jedes Ende, sofern ich das tue, also sofern wir das durchführen und wir starten mit diesem Ende. Der Sündeinbehaltung. Ich will für das Institut. Das wird das reguläre Ende sein, das ich wähle. Wie gesagt, ich mag nicht, was wir da tun müssen. Ganz im Gegenteil. Okay. Oh, da können wir noch gleich dahin. Das ist sehr gut. Ich mag es nicht, was wir da tun müssen. Ich finde es scheiße. Ich finde alle Enden scheiße. Ich finde bei allen Enden, was wir tun müssen, ist es immer kacke. Es ist nie ein Ende, das ich unterstützen würde, wirklich. Also in allen Punkten. Aber wir müssen eins wählen, mindestens. Und ich will euch vielleicht sogar alle zeigen. Wie gesagt, mal schauen. Es wären dann noch dreimal derselbe Quatsch, aber egal. Ich kann den ja durchrushen so ein bisschen. Aber ich will es euch trotzdem zeigen. Ich will es euch zeigen, Leute. An solchen Orten herumstöbern endet oft als Abendessen. Naja, was passiert?
Ich habe von allem nicht wirklich viel Schuss, ne? Aber ich meine, es sind nur ein paar Raider. Es kann jetzt so wild sein. Nehmen wir doch mal die. So. Erstmal kurz in die Polizeizentrale. War ein Versorger, sehr schön. Da rennt die Bruderschaft wieder rum. Das heißt, uns wird erstmal nichts auf die Pelle rücken, denke ich. Vielleicht auch doch. Aber die kämpfen jetzt schon gegen die Raider. Wir wissen ja, dass da Raider kommen. Aluminium. Ich muss auf jeden Fall alles mitnehmen. Alles, 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 was Aluminium hat. In sich trägt. Und ich hoffe, ich weiß auch, was das ist. Den Wein könnt ihr behalten. Gerilla macht sich nichts aus Drogen jeglicher Form. Sie nutzt nur und ausschließlich Buffout. Wenn es auch nötig ist. Gummi brauchen wir. Auch schon bessere Zeit erlebt, was? So die wichtigsten Sachen. Den Einkaufskorb wollte ich jetzt nicht, aber ist egal. Okay. Ihr setzt Power-Rüstungsfreunde ab? Au, au, au. Ah, Aggressor-Front, natürlich. Hau raus, Mädchen. Ah! Oh nein, nicht diesen Strahl, mein Freund. Diesen Strahl, ne? Der ist bescheuert. Aber ich krieg Aluminium von den Typen. Geht's dir gut, Mädchen? Ja, du bist ein bisschen angebrannt. Das ist nicht so geil. Alter, wie jetzt einfach mal eine Kriegszone entsteht. Okay. Ja, Ad Victoriam. Oh, shit. Ein Wachwort. Okay, der nicht wirklich gut ist. Oh, aua. Und Auto? Auto ist schon kaputt, okay. Das Schöne ist, wir kriegen Fusionskerne. Und Aluminium. Nice. Schön. Es tut so gut, wenn dein Plan funktioniert. Nicht wahr, Piper? Mein Schätzlein. Warum soll ich Schätzlein? Dann. So, Bruderschaftler, hä? Könnt ihr wieder abziehen? Ist cool. Danke für die Hilfe. Okay, da können wir alles mitnehmen. Ja, aber gut, das ist auch direkt neben ihrer Zentrale. Hier müssen sie wirklich mal aufräumen. Das ist ja schon peinlich, was hier abgeht, ne? Okay, wir sind immer noch über 1000, das ist gut. Was ich cool fand, war, dass Gopher zwar gesagt hat, dass er aufhören wird mit Fallout 4 sehr bald. Also sobald er noch die anderen Enden gesehen hat und sowas. Achso, sie holen ihn jetzt ab wieder. Oh, das ist gut, hol dich wieder ab. Aber dass er wahrscheinlich nicht aufhören wird zu bauen. Finde ich super. Ballert ihr denn da noch? Hier ist doch niemand. Okay, wir wollen auf jeden Fall die Polizeistation hier betrachten. Pigments Visitenkarte, okay. Aber die müssen wir uns sofort anschauen. Was ist auch immer Pigments Visitenkarte? Oh Gott, ich sollte es echt mal entsorgen, ich weiß. Aber ich will alles dabei haben. Dann müsste ich wieder die Comics raussortieren und so. Nee, lassen wir so. Pigman war hier. Finde mich, wenn du dich traust. Karte aktualisiert, okay. Haben wir das jetzt als Sonstiges? Ich sehe es nicht. Technische Dokumente, nee. Ich wüsste jetzt nicht wo, aber okay, ist cool. Da ballern sie schon wieder. Aber wir müssen die Polizeizentrale noch nichts. Ach, wir sollten das eigentlich nicht tun. Ja, doch, das hier ist doch der Speicherstand, mit dem ich weiterspielen will. Deswegen sollte ich das hier doch machen. In diesem, nicht in den anderen. Die anderen werde ich nicht weiterspielen. Okay, hier ist nichts. Hier muss doch irgendwo ein Terminal oder sowas sein, wo ich die Holobänder rausbekomme. Und da explodiert wieder alles. Ah, wenn die Bruderschaft einmal im Werk ist, ne, dann brauchst du nicht mehr da auftauchen.
Ah, die ballern die Raider kaputt. Ja, das ist cool. Da habe ich weniger Arbeit. Das ist super. Vielleicht könnt ihr mein Missionsziel ja sogar erfüllen. Obwohl ich nicht glaube. Ihr habt wahrscheinlich gerade schon wieder euren Vertibird verloren, ihr Idioten. Okay. Sheriff-Dienststelle. Ruhestörung. Winters Holoband-Aufzeichnung. Und unsittliche Handlungen. Und Aufzeichnung des Mordes. Hä? Hier gibt's keine? Ich hab den Punkt doch bekommen, damit ich welche kriege. Welche Aufzeichnungen. Schade, dass es dafür keinen richtigen Quest-Tracker gibt, damit ich wirklich sehe, wo finde ich denn auch immer eine Aufzeichnung. Wahrscheinlich gibt's einen, ne? Ja, gibt es. Okay. Dann soll ich ihn nur auch mal nutzen, damit. Egal, nicht jetzt. Sichtkontakt verloren. Ist nicht schlimm, Leute. Ich mach das schon. Ihr seid aber echt nicht schlecht. Außer, dass du gerade schon was von deiner Powerrüstung verloren hast. Nämlich die gesamte linke Seite, du Troller. Ja, aber gut. Der eine ist ja auch in Powerrüstung, glaube ich. Was bist du denn? Ach, du bist der... Mit dem legen die sich gerade an? Ich kann mit ihm nicht reden, weil er gerade unter Beschuss steht. Das ist dämlich. Wann werden sie's lernen? Also, wenn du so ein Runner bist, bist du echt schlecht, mein Freund. Darf ich jetzt mit dir reden? Und jetzt gehen sie wieder. Das ist ja dämlich. Er kann nicht getötet werden, deswegen gehen sie jetzt einfach wieder. Wow. Was war das? Greif einfach zu. Dritter Versuch. Oh, nicht wirklich, oder? Kann ich erledigen? Es tut mir leid, aber... Nicht so. Nein. Nicht so. Das Leben ist hart. Oh, die sind SP2 markiert. Cool. Wow, die Powerrüstung so wegbricht, ist der krank. Tut mir leid, Mädel. Das war dumm. Ich find's scheiße, dass ich jetzt machen musste, Bethesda. Was soll denn das? Sorgt dafür, dass sie nicht sehen können oder so. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Ma'am. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Wir stecken schon tief drin. Könnte nicht schaden, wenn jemand mit Kampftraining auf uns aufpasst. Wieder Kampftraining. Was wissen wir über diesen Synth, Gabriel? Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem Widerstand rechnen. Sind Sie bereit, hineinzugehen? Okay, dann los. Direkt hinter Ihnen, Ma'am. Ach ja. Die Hauptflottille, die haben das hier echt auf Wasser gebaut. Ihr seid mehr Schelme. Da ist ein Veteran, der nicht viel anhaben kann. Bitte nicht weglaufen. Siehst du warm? Dagegen Raider-Schweine. Oh mein Gott, die halten eine ganze Menge aus, ne? Und hab Stimpacks. Das gibt's ja nicht. Willst du jetzt bitte deinen Kopf verlieren? Kannst gerne dich noch ein bisschen mehr wehren, ist mir egal. Irgendwo da oben feuert jemand auf mich, das ist nicht so cool. Ja, war ein bisschen Hals über Kopf, aber ey, läuft. Ja, ein bisschen Ribeye Steak, nice. Während hier alles tobt, ne, können wir uns noch darauf konzentrieren, Schloss zu knacken. Da nichts mehr kaputt gehen kann. Wir sind so feinfühlig. Ach, Gavin, du bist so eine feinfühlige Frau.
In deiner Mega-Power-Rüstung. Oh, ja. Das ist auch doof. Nochmal ein Safe extra zu versperren. Ja. Dann. Wenn es so einfach wäre. Ein Safe zu knacken. Lange schon nicht mehr. Lange, lange nicht mehr. Das war noch so 18. Jahrhundert. Da war es so einfach. Da konnte es so einfach sein. Ist der oben? Nukleares Material, das braucht man. Was ich aber auch noch brauche, nein, nicht die, ich brauche die. Hier ist noch jemand. Ziel gesichert. Ja, genau deshalb. Da ist noch einer. Nein, nicht drauf schießen, dann rennt sie. Ne, hab ich doch. Och, komm schon. Ey, wenn ihr mir jetzt den Kill stehlt, ne? Noch jemand? Stehst mir im Weg, du Penner. Da ist irgendwo ein Legendär. Dafür wirst du bezahlen. Wenn du mir nicht dauernd im Weg rumstehen würdest, du Trottel. Könnte ich den legendären verdammten Raider auch sehen. Okay, den können wir aber zumindest ausschalten von hier aus. Okay. Ich habe nämlich keinen Bock, unter den Beschuss zu geraten. Ah, diese Flottille ist auch so ekelhaft unübersichtlich, ne? Mag ich ja gar nicht. Moment. Er hat seinen Kopf. Haben Sie auch was gehört? Ja, da ist dem gerade der Kopf explodiert. Oder sollte zumindest. Das hat er leider nicht gemacht. Deswegen bin ich ein bisschen traurig. War wohl nichts. Dass mir gerade die AP und mein Kern ausgeht. Der tanzt. Jetzt tanzt er nie wieder. Ich dachte, ich hätte eine Bewegung gehört. Scheiße. Das Tuch ist kugelsicher. Meinst du, haben wir sonst noch irgendwo jemanden? Nein, sind wir nicht. Mädchen, sind wir nicht. Da ist nämlich noch einer. Den ich gerne markieren würde. Hallo. Hallo. Falls er jemals wieder hervorkommt. Ne, dahinter. Ja. Das war dumm. Hey, ich hab markiert. Yay! Oh, da ist noch einer. Okay, die kriege ich gar nicht. Ne, keine Chance. Sonst noch irgendwo was, aber ich muss wohl ganz außen rum, um dann da hochzukommen und meh. Meh. Hey, da draußen ist was. Ja, die mit Raketenwerfer, die muss sterben. Bitte bevor sie schießen kann. Aber wenn du mir vor die Flinte rennst. Oh nein. Ja, ich hab's gehört. Es war so ein Fat Man und kein Raketenwerfer, goddammit. Da ist wieder jemand down. Also ich jetzt schon ausschalten kann, ne? Das Charges in Action muss mal sein, Leute. Wieso hab ich den nicht? Ah. Ich würde wohl fragen, was bringt das Markieren, wenn ich es eh gleich ausschalte? Oh, bringt immer was. Okay, die hatte nur einen Fatman-Schuss. Sie hat nur eine Atombombe gehabt. Schade, ich sie direkt ausgeschaltet, hätte ich die Atombombe bekommen. Nicht, dass ich sie wirklich bräuchte, aber, ne? Scheiße, okay. Bringt nix. Wir müssen jetzt mal mit richtigem Potenzial hier los. Mit richtigem Schadenspotenzial, Freunde. Das gehört jetzt uns. Okay. Die Treppe war ein bisschen buggy. Falls ihr es gemerkt habt, ne, das Hackeln, das war nicht gewollt. Oh Leute, ich muss eigentlich einen Cut machen. Leute, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 4. Und dann, ja, mit geht's mit dem Ende weiter. Tschüss!